Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Papers, Please, die vierte Folge hier am Start. Und ich würde sagen, beginnen wir einfach mit der Geschichte, während dieses epische Intro noch im Hintergrund spielt. Einmal auf Fortsetzen gehen. Die Wahrheit von Astotzka. Schleuserring aufgehoben. Grenzbeamter in Grästien macht Drahtzieher dingfest. Den haben wir auch eingebuchtet, letzte Folge. Wieder Angriff auf Grenzübergang Grästien. Ja, es gab auch wieder einen weiteren Anschlag. Die Person ist durchgekommen, die Daten waren alle gültig. Ja, ich habe einen Verweis bekommen, aber nicht deshalb. Also, naja. Dann gehen wir mal zur Arbeit. 29. November 82. So, dann schieben wir das hier rüber. Inspektor, um die Abfertigung zu beschleunigen, wurde ein Suchscanner-System in ihrer Kabine installiert. Kolleschische Extremisten stehen im Verdacht, für den Bombenanschlag vom gestrigen Tage verantwortlich zu sein. Durchsuchen Sie alle Kollechen, bevor Sie deren Einreise genehmigen. Es lebe Astotzka. Gleichen Sie die relevanten Absatz der Vorschriften mit den falschen Daten ab, um Zugriff auf weitere Optionen zu bekommen. Gleichen Sie entdeckte Waffen und Schmugglergut mit den Vorschriften ab. Gut, dann hätten wir jetzt hier ein paar neue Regelungen. Ihr seht, keine Waffen oder Schmugglergut und alle Kollechen werden durchsucht. Und so wie ich das Spiel kenne, wird die erste Person direkt aus Kollechen kommen. So, nächster. Ich wusste es. Zweck ihrer Reise. Verwandte. Ein paar Wochen. Besuch ein paar Wochen. So. Drehen Sie sich zum Scanner. Sie wurden für eine routinemäßige Durchsuchung ausgewählt. Dann schauen wir mal nach. Sie hat absolut keine Schmuggelware. Brianna Kerbloskiewicz. Oh mein Gott. Kerbloskiewicz. Brianna. Ja, das sollte passen. SWFWL. SWFWL. 8HRTB. 8HRTB. Besuch einen Monat, hat sie gesagt. Einreise bis ist gültig. Kollechien, Vidor, Kollechien. Datum passt, Bild passt. Dann darf sie durch. Und machen sie mir ja keinen Ärger. Nächster. Papiere bitte. Wieder Kollechien. Einwandern. Sie will einwandern. Sie wurden für eine routinemäßige Durchsuchung ausgewählt. Drehen Sie sich zum Scanner. Moment, wir bleiben trotzdem mal kurz hier. Martina Danilova, Vidor, stimmt, glaube ich. Sie hat Schmugglergut. Was? Sie weiß, dass sie was schmuggelt. Und sie weiß, dass ich einen Scanner habe, mit dem ich das untersucht habe. Und dann weiß sie nicht, was ich meine. Ja gut, kann sie gerne machen. So. Zweck ihrer Reise, Arbeit, macht ja auch Sinn. 30 Tage Arbeit, ein Monat. Antigrin. Isabel Sperowska, Isabel. D26X5, D26X57, JJ5A, 7JJ5A. Datum ist in Ordnung. Arbeit ein Monat, das ist bis zum 1.1. Ja, das ist in Ordnung. Ihr habt das wahrscheinlich gleich gemerkt. Les Renardi. Ja, keine Ahnung, wovon sie da reden. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier laber. Ich gebe einfach nur so komisches Zeug von mir. Und dann lehne ich sie ab, lasse ich sie durch oder stelle sie eben unter Arrest. Keine Ahnung. So, Papiere bitte. Astotzka, okay. Oktovales, genau. Hokinska, Lilia Hokinska, okay. Geburtsdatum ist in Ordnung. 1,60 von der Höhe her. Ja, von der Haartolle erkennt man das nicht ganz. Einfach mal überprüfen. 62 Kilogramm ist in Ordnung. Ostgrästin. Das Spiel verlangt sowas. Ja, das Spiel verlangt sowas. Es ist natürlich heutzutage völlig verpönt, noch sowas zu fragen, aber wenn wir es nicht machen, dann schimpft das Spiel. Ja,
Seht ihr? Also, das ist in Ordnung, Datum ist in Ordnung, der Ort passt auch, Bild passt, dann darf sie durch. So, Papiere bitte. Zweck ihrer Reise, arbeiten. Dauer des Aufenthalts ein ganzes Jahr. Arbeit ein Jahr, das kann gut sein. Hoppla. So rum. So, routinemäßige Untersuchung. Igor Bilanovic, Bilanovic Igor, Igor Bilanovic, das ist in Ordnung. QGMPC, 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 GT81F, GT81F, Arbeit ist in Ordnung. Dauer, passt das noch? Ist schon ein bisschen knapp, oder? Ja, ist ein bisschen knapp, aber ist in Ordnung. Datum passt und Siegel auch. Dann gehen wir hier wieder zu Kolächen. Vidor sollte ich inzwischen auswendig kennen, aber kann ich nicht. Das Siegel ist in Ordnung. Dann darf er da durch. Datum, Bild, ja. Dann können Sie durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Hoffentlich. Okay. Kein Ärger. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise. Einwanderung. Einwanderung stimmt. TUTXX, TUTXX, LMSWH, LMSWH, Maria Fries, Maria Fries. Ist auch noch nicht abgelaufen. Hoffentlich. Okay. Dann sollte das alles in Ordnung sein. Westgrästin, das kenne ich. Ja, Westgrästin ist in Ordnung. Datum ist in Ordnung. Bild passt. Dann darf sie durch. Nächster. Papiere bitte. Zweck ihrer Reise, auch Einwanderung, okay. Ah, ich bin so gewohnt, es auf dem Tresen zu packen, aber wir müssen es natürlich mit dem Pass abgleichen. So, Shady Safari, 03EP9, kurz mal schauen, okay. Ich gleiche das vorher schon mal schnell ab, wenn das halt nicht der Fall ist, wenn sie nichts geschmuggelt haben, dann komme ich natürlich schneller voran. Er hat nur harmlose Medikamente dabei, ich gebe ihnen 10 Credits. Nee, danke. Für so viel Treue müssen die nicht gut bezahlen, tatsächlich. Nein, gar nicht, aber naja. Ernsthaft? Freunde besuchen? Ein paar Monate. Freunde besuchen? Ein paar Monate, nur... Hamlen Noir, 5JUJE, 5JUJE, 7KP0N, 7KP0N, der hat nichts geschmuggelt. Besuch 3 Monate. Stimmt. Datum passt. Und Siegel auch. Vidor, ja, das weiß ich inzwischen auswendig. Ablaufdatum ist in Ordnung, Bild passt, dann darf er durch. So, es wird jetzt auch wieder die letzte Person, auch wieder nur 9. Seht, das Spiel wird immer schwieriger. So, Papiere bitte. Transit und Dauer einige Tage. Ja, er kommt aus Antigrien, meine Ausnahme. Und die Zeit ist schon abgelaufen. Jarko, Liehu, Jarko, FDN, FWDNF, FWDNF, 522DC, 522DC. Transit 2 Tage, ist auch noch nicht abgelaufen, Siegel passt. Großkraus, Ablaufdatum in Ordnung, dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Kein Ärger? Kein Ärger. Gut. Ja, dann sparen wir das wieder ein. Und dann speichern wir und schlafen wir. Die Wahrheit von Astotzka. Kolächischer Staatschef legt Beschwerde ein. Okay. Dann werden wir das noch herausfinden, worum es dann eigentlich geht. 30. November 1982. Inspektor, die Kolächen haben formell Beschwerde eingelegt. Ein Diplomat wird heute zu Gesprächen auf höchster Ebene eintreffen. Das automatische Durchsuchen von Bürgern Kolächens ist nicht länger autorisiert. Hätte mich auch nicht gewundert, weil das ist schon ein bisschen diskriminierend. Bitte wenden. Diplomaten benötigen zur Einreise nur einen Pass
und eine gültige diplomatische Akkreditierung. Aktualisierte Informationen zu den entsprechenden Dokumenten finden Sie in den Vorschriften. Sleva Stotzka. Dann schauen wir uns das auch nochmal schnell an. Da haben wir die diplomatische Akkreditierung. Einreise nach Astotzka muss erlaubt sein und das Dokument muss gesiegelt sein. Das seht ihr dann da oben rechts. In dem Fall wäre es, glaube ich, Obristan? Ja, Obristan, genau. Astotzka hat gar keine Diplomaten. Würde ja auch wenig Sinn machen, wenn Diplomaten hierher kommen. Das würde keinen Sinn machen. Also, dann würde ich sagen, wir packen das mal so hin. Ich vermute, die erste Person wird direkt ein Diplomat sein. Inzwischen kenne ich das Spiel schon ein bisschen. Daher. Papiere bitte. Man hat mich zur Beratung auf diplomatischer Ebene hinzugezogen. Genau. Kollegin, das Siegel ist in Ordnung. Emily Josifova, Josifova Emily. 97W44, U2RCN, U2RCN, Antigrien, Astotzka, Obristan ist auf jeden Fall in Ordnung. Vidor ist auch da, Ablaufdatum in Ordnung, Bild in Ordnung, dann darf sie durch. Und nächster bitte. Papiere bitte. Okay, Zweck ihrer Reise, Arbeit. Und die Dauer, ein Jahr, das ist in Ordnung. Lena Ojaskovna, Ojaskovna, Lena, DLQVT, DLQVT, GSLCB, GSLCB. Arbeit ein Jahr, wie schon gesagt. Datum ist in Ordnung, Siegel passt. Antigrien, Antigrien, St. Marmoro, St. Marmoro. Okay, dann hätten wir das. Lena Ojaskovna, ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen. Aber das sollte in Ordnung sein, das ist ein Jahr. Und dann sollte sie durch können. Also, machen Sie mir ja keinen Ärger. Und nächster bitte. Papiere bitte. Hallöchen, ich schon wieder. Freust du dich, mich zu sehen? Jetzt habe ich alles dabei, was du brauchst. Keine Übereinstimmung? Hä? Einreisegenehmigung. Ich wollte den Arbeitsausweis. Einreisegenehmigung gilt nicht mehr. Nein, die hat mir so ein Kerl verkauft, der meinte, die ist gut. Schau sie doch mal genauer. Nee. Kommen Sie ja nicht wieder. Haha. Du bist mir schon ein netter Kerl, aber ich habe geschäftlich in Astotzka zu tun. Ich hole mir die richtigen Papiere und komme wieder. Papiere bitte. Zweck ihrer Reise. Besuch. Dauer. Ein Monat, genau. Robert Pitak, Robert Pitak, 2RD55, 2RD55, 2M0HT, 2M0HT, ist in Ordnung. Vidor, Vidor aus Kolechien, genau, ist abgelaufen. Es muss ein Irrtum sein, ja, es tut mir leid, aber es ist abgelaufen. Deshalb muss man immer alle Sachen nachschauen. Die letzten 50 Male war das Datum in Ordnung. Papiere bitte. Der Orden erwartet sie. Essig. Okay, keine Ahnung. Packen wir das erstmal zur Seite. Common Drex. Keine Ahnung, wer das sein soll. Papiere bitte. Zweck ihrer Reise. Transit. Dauer. Einige Wochen. Genau. Erik Schneider. Erik Schneider. WQ08G. WQ08G. 5KNSF. 5KNSF. Transit 14 Tage. Ist abgelaufen. Leider abgelaufen. 4.11. Nächster. Papiere bitte. Zweck ihrer Reise. Freunde besuchen. Und Dauer 90 Tage. Genau. Garrett Falker. Falker Garrett. Keine Ahnung. 5FEHQ, 5FEHQ, XS84K, XS84K. Okay, Einreise bis ist genehmigt. Mergeres, Mergeres, was zum Teufel? Das ist mal richtig gefälscht. So, ja, Rest. Ein Moment bitte, was soll das? Stell sie unter Rest, das mache ich.
So, die nächste bitte. Papiere bitte. Zweck der Reise, Durchreise. Und 2 Wochen, genau. Lauren Prosinska? Prosinska, Lauren, genau. HW7TJ, HW7TJ, GE3EK, GE3EK. Transit 14 Tage, Einreise bis, Siegel gültig, okay. Les Renardi, ist auch nicht abgelaufen, Bild passt, dann darf sie durch. Und der nächste bitte. So. Drax, komm Drax. Da, bitteschön. Schnell lesen Sie. Astotzka ist ein großes Land in der Hand einer korrupten Führung. Der Krieg hat die Regierung gierig und paranoid gemacht. Davon konnten sie sich selbst überzeugen. Helfen Sie uns, Astotzka von seinen Ketten zu befreien. Der Orden des Sterns von Isik. Okay. Verlieren Sie das ja nicht. Ach du Jemini. Warte mal, Moment. Astotzka Fardesto. Fardesto, genau. Drax, Common Drax, genau. 7.7.47. Ostgräschen ist auch in Ordnung. 1,78 von der Höhe. 78 Kilogramm. Ist auch noch gültig. Weder passen. Dann darf er durch. Was soll das sein? Ach du je. Ja, egal. Papiere bitte. Zweck der Reise. Freunde besuchen. Okay. Und Dauer ein paar Monate. Josef Struth. Josef Struth, genau. 12 VBS, RKM09, RKM09. Datum passt, Siegel passt. Zum Kaido ist in Ordnung. Bild und Datum stimmen auch noch. Dann der nächste, bitte. So, Papier bitte. Zegere Reise, Durchreise und Dauer einige Tage. Okay. Dominik Pavlek, Pavlek Dominik. 91VE3, MS70V. Datum, Siegel in Ordnung. Jokostadt. Oh, ist abgelaufen. Dieses Dokument ist abgelaufen. Ach was. Ja. Ach was? Hätte ich mich auch echt gewundert, wenn sie mit gültigen Dokumenten hierher kommen würden. Also wirklich. So, Antegren. Freunde besuchen? Freunde besuchen, okay. Das ist schon mal falsch. Freunde besuchen. Auf der Durchreise, okay. Jane Greschner, Greschner Jane, 64CSN, FLXA5, FLXA5. Ist gültig, Siegel passt auch. Glorian, Datum, Bild, alles in Ordnung. Dann dürfen Sie durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwelche zufälligen Zeichen und Zahlen. So, Ersparnisse. Wow. Okay, wir haben wirklich 0 plus gemacht. Wir sind genau auf demselben Level stehen geblieben. Naja, okay. Dann gehen wir schlafen. Und gehen wir zurück zum Hauptmenü. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!